Welcome back to another German food review, and it's beer time. Beer. It's Veltins. Veltins is a beer brand in Germany, but this is a mixed. Or is this a mixed drink? Yes, it's a mixed drink. 80% beer and 20%, Gruber, tequila flavor. I have no idea what Gruber is. I barely know a tequila taste, but yeah. 66 cents in Lidl. Yeah, everything is reduced in Lidl. This is they don't have it all the time, just, I don't know, a week in 2 months or so. But then it's cheap. I guess the normal price is a euro or so, or 90 cents. But in Lidl it's just 66 cents. And test 5% alcohol, and I guess this is important. Most of the drinks have just 2.5% of alcohol, and that's not enough to get drunken. Yeah, but 5% is okay. Yeah, drink 3-4 of these cans here, and yeah, everything is fine. And yeah, let's try it. No, let's check out the can first. Okay, I can't translate this right now. It's flavored with tequila. I should try a tequila. I don't know how tequila tastes, or how should it taste. What else? A lot of ingredient stuff. Don't drink and drive. 25% extra, of course. Gruber. That's it. Okay, let's open it. Okay, there's foam. Let me sniff it. And it smells okay. Not like beer. Absolutely not like beer. It smells like... Let me sniff it again. I don't know. Maybe Gruber. I don't think tequila smells like this. But it's okay. Yeah, it's pleasant. It doesn't scare you away. It looks like a beer, like a gold beer. A lot of foam. I don't like foam. And go away foam. Let me sniff it from the glass. Now it smells sweet. Actually, it smells really good. One more time. Yeah, it's sweet and, yeah, I don't know. Gruber. Do you know Gruber? If you know what Gruber is, please write a comment. And let me do this here. We want to see the Gruber in the thumbnail. I'm sorry. No, it's working. Okay, but yeah, the important thing is, of course, the taste. And Prost. Okay. It tastes like something. I guess this is Gruber. If tequila tastes like that, then this would be good, but I don't think this is tequila. It's a little bit sweet, not really sweet, just a little bit. Doesn't taste like beer at all. Yeah, I think the main purpose of this beer is to get drunken. And yeah, you can do this with this beer. If you don't like beer, then you can drink this. It doesn't taste like beer. Now the fridge goes on. I'm sorry. Yeah, it's very smooth. It's not heavily carbonated. You can drink a lot of this, and it has 5% of alcohol. It's not very expensive, at least in Lidl. No bad aftertaste. Yeah, this is good, but I wouldn't call this a beer. That's not a beer, but that's a thumbs up to get drunken.
Okay, yeah. Thanks for watching. I'll continue in German. Ja, leider ist der Kühlschrank gerade angegangen und ich möchte das Video jetzt nicht unterbrechen. Heute gibt es Gruber von, oder V plus Gruber, V plus, wie auch immer, von Veltins. Das ist ein Biermischgetränk aus 80% Bier und 20% Mischgetränk. Okay, ja, da muss ich kurz überlegen. Es ist ein Biermischgetränk mit Mischgetränk. Okay, Gruber und Tequila. Ja, wisst ihr, was Gruber ist? Ich gucke viele Sachen nach, aber manchmal habe ich einfach keine Lust nachzugucken. Und ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was Gruber ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, wie Tequila schmeckt. Aber ich glaube nicht, dass das nach Tequila schmeckt. Falls doch, dann schmeckt Tequila okay. Flavored with Tequila. Und mach hinter jedem Tag ein Plus. Ja, das solltet ihr nicht machen. Ihr solltet nicht jeden Tag Bier trinken. Ich trinke nur am Sonnabend Bier. Ja, ab und zu mal auch in der Woche. Aber ganz selten. Es ist eigentlich schon Sonntag, aber das spielt keine Rolle. Ich war noch nicht schlafen. Und wie ihr sehen könnt, ist es hier sehr schaumig. Und ich mag keinen Schaum. Schaum ist bitter. So, müssen wir kurz warten, bis das weg ist. Können wir noch die Kanne etwas auschecken. Und das Gute hier dran ist, ist natürlich, dass es 5% Alkohol hat. Die meisten Mischgetränke haben nur 2,5%, das hier hat aber 5%. Und ja, wofür ist das wichtig? Einfach nur, um besoffen zu werden. Und das hier ist, denke ich, genau darauf spezialisiert. Es schmeckt nicht wie ein Bier, es schmeckt einfach nur leicht süßlich mit irgendeinem Geschmack. Eventuell Coruba, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Aber es ist nicht eklig oder so, das kann man einfach... Das könnt ihr euch einfach hinterkippen. Und es hat 5%, ich weiß nicht, wie viel ihr vertragt. Ich vertrage nicht so viel. 4 von den Dingern und ich bin schon gut breit. Ja. Das habe ich gekauft für 66 Cent im Lidl. Ich weiß nicht, was der normale Preis ist. Wahrscheinlich so 90 Cent oder 1 Euro oder so. Aber im Lidl ist eben oft etwas reduziert. Und das haben die auch nicht oft, so einmal in 2 Monaten oder so eine Woche lang, bis es ausverkauft ist. Okay, dann werde ich es mal probieren. Prost. Guckt euch das erstmal an. Sieht aus wie normales Bier. Aber es riecht nicht mal wie ein Bier. Es riecht einfach nur süßlich nach irgendwas. Ja, das kann man nicht beschreiben. Es riecht angenehm, nicht eklig. Ja, manche Biere riechen eklig. Das riecht nicht eklig. Prost. Das könnt ihr euch hinterkippen ohne Ende. Schmeckt nicht nach Bier, kein bisschen. Es ist nicht bitter, gar nichts. Ja, das können auch Mädchen trinken. Ich weiß, manche Mädchen mögen kein bitteres Bier, aber das hier ist nicht bitter. Das könnt ihr trinken. Und ich glaube, genau dafür ist es, zugeschnitten, um betrunken zu werden. Und es funktioniert auch. Ja, das ist okay. Ich weiß nicht genau, wonach es schmeckt. Kann ich auch nicht beschreiben. Wenn ihr wisst, wonach das schmeckt, schreibt einen Kommentar. Ja, also ich kann es nicht beschreiben. Es schmeckt süßlich, nicht wie Bier. Es ist etwas dicklich im Nachgeschmack, aber es ist angenehm. Deshalb bekommt es einen Daumen nach oben. Das könnt ihr kaufen und trinken, bis ihr betrunken seid. So, dann werde ich das hier noch austrinken. Und Prost. Ja, das ist gut. V plus Gruber. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.